Hallo und herzlich willkommen zurück bei Skyrim. Ja, wir sind auf der Suche nach den gestohlenen Büchern, nachdem wir ja in der Bibliothek herausgefunden haben, dass es ein ehemaliger Lehrling, die mitgehen hat lassen. Wow, jetzt was ist jetzt gerade mit mir los? Irgendwie hier so Rückstöße in der Lungengegend oder Magen oder was auch immer. Ja, wir sind ja kläglich an zwei Banditen gescheitert. Kann ich auch gerade sagen, ich habe ein bisschen Defizit auf offenen Flächen. Da ich halt nicht Destruction Magie spiele. Und auch. Oh, da sind sie ja. Da sind sie ja. Scheiße, scheiße, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ah, ich habe einen lustigen Skill drin. Und zwar, dass ich, dass andere nicht sehen können, wenn ich meine Zaubersprüche caste. Was so viel heißt, dass ich hier einfach hinterm Stein sitzen kann und meine Entourage casten kann. Und jetzt haben sie mich gleich gesehen. Und ja, jetzt haben sie mich gesehen. Oh, das ist sogar ein Bandit-Chef. Okay. Das ist nochmal ein Bandit-Chief. Okay, was soll das mich verarschen? Zwei Chiefs oder was? Oh, fuck, was greift mich hier an? Nochmal ein Entourage? Mal hier, Oak Flash. Was war das denn? Was habe ich hier angegriffen? Ah, ein Bandit, der abhaut. Na, was versetzen wir den mal in Fury? Wieso hat der denn Schiss? Wo ist denn mein Entourage? Da ist, da kommt er. Geil, wie der weggefetzt wurde. Heavy shit. Aber dass da gerade zwei Bandit-Chefs gekommen sind, ey. Finde ich ja gerade mal heftig. Wo sind die denn? Ah, hier. Einmal Chief? Zweimal Chief. Heavy fucking shit. Oh, eine Axe of Wariness. Ein Steel Dagger braucht man nicht. Steel Armor nehme ich mal mit. Die kann man gut verhökern. Und Steel Helmet auch. Verhökern. Steel Armor, Steel Helmet. Nehmen wir beides mit. Aber wir gehen. Ach, scheiße. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen zu spät. Aber wir können noch. Geht das? Shit. Ich kann Bandit Chief reanimaten. Ist ja heftig. Also, der gute Herr Labertasche Laras Bandit Chief ist jetzt meins. Gehorcht nur meinem Willen. Oh, da haben wir ja auch noch einen. Ah, den habe ich, glaube ich. Den habe ich, glaube ich, in Fury versetzt. Das kann gut sein. Ich hätte. Ja, schade, habe ich nicht einen Bandit Chief erwischt. Wäre natürlich viel heftiger gewesen. Du bist ein bisschen schlecht ausgerüstet, mein Lieber. Da habe ich lieber meinen Entourage. Tsching! So, genau wie gesagt, wir gehen jetzt in die Shimmer Mist Cave. Ich aktiviere mal schnell hier die Trouble in Skyrim ist die Mission, genau. Oh, die Forbidden Legend finde ich auch geil. Die haben wir auch bekommen in Sorfel. War das Sorfel? Hä? Investigate the Crypt Message. Das hätte ich im College machen können. Okay, scheiße. Scheiße, schade. Ja, nun. Dann, ab ins Shiver Mist Cave. Shiver Mist Cave. Ja, und hier, unsere Aufgabe hier ist, wir sollen ein paar Falmer auslöschen. Falmer sind ehemalige Elfen, die aber tief unter der Erde oder in Höhlen leben, und einen immensen Gräuel gegen alles Menschliche führen. Ich werde mich mal gerade mit einem Muffle ausrüsten. Ich finde es geil, dass ich einfach keine Magierkosten habe. Mache ich auch gerade Oak Flash, obwohl ich das immer wieder gerne mache. Und Entourage wieder ausrüsten. Wollte mir schon lange mal eine Zigarette anzünden. Ah.
rauchen und Spellcasten. So gefällt es mir. Im Muffel, beim Muffel hört man meine Schritte nicht. Und da vorne sehe ich gerade eine Spinne. Mal gucken, ob wir die mit Sneak erledigen können. Jetzt hat sie sich gerade umgedreht. So, her mit meinem Schwert. Ah, okay, so geht's auch. Gut, nice. Frostbite Venom nehme ich auch gerne im Moment. Venom, also Gift, lohnt sich doch auch noch lustig. Lustigerweise ist es auch noch lustig. Die Combo Sneak und Illusion Spells. Illusion Spells, Sneak und Conjuration ist recht lustig. Habe ich mir sagen lassen. Weil du, wenn du gut genug bist, dann könnte ich die Gegner gar nicht mehr sehen. Und du kannst eigentlich einfach sie mit ihren eigenen Waffen schlagen, oder? Was passiert gerade? Ich bin durch eine Falle gelaufen, glaube ich. Wo haben wir denn hier einen netten... Komm, Entourage, mach mal hier. Leute, fertig für mich. Oh, da hat mich ein Former. Da ist ein Former. Jetzt könnten wir theoretisch nie cheaten und uns die ganze Zeit ein neues Schwert machen. Oder wir können einfach gucken, bis der Untrudge den erledigt hat. Okay, so geht's auch. Ne, den hat er noch nicht erledigt. Jetzt hat er ihn erledigt. Okay, nochmal einen neuen Untrudge. Schön, gut gemacht, mein Lieber. Also wir müssen gar nicht selbst kämpfen. Das ist eben der Joke dran. Du musst gar nicht selbst kämpfen, kannst du daneben hocken und zuschauen, wie deine Kreaturen oder deine Zombies die Gegner fertig machen. Ist doch total... Wer hat mich entdeckt? Scheiße. Ist ja aber gar keinen roten Punkt. Komisch. Äußerst komisch. Was haben wir hier? Ein Bildchen in der Hütte. Ich steck mal wieder das Schwert an. Falmer. Ich frag mich, ob ich den auch... hat das Schwert in der Hand. Das ist ein bisschen blöd. Manchmal verlieren sie das Schwert aus der Hand. Dann muss sie ihnen das nochmal geben. Mach ich jetzt nochmal. Formal Bow. Wieso habe ich jetzt einen Formal Bow? Wollte ich doch gar nicht. Hä? Wo habe ich jetzt einen Formal Bow? Sehr strange. Reanimate Corpse. Mal gucken, ob es auf die Formal geht. Yes. Awesome. Also, dann kämpfe ich jetzt mal. Ein Formal für mich. Die sind ja ziemlich zäh. Und wird sich auf jeden Fall lohnen, so einen auf meiner Seite zu haben. Ich mache wieder Oak Flash. Es ist eben nur für 60 Sekunden, das ist ein bisschen scheiße. 60 Sekunden, eine Minute ist schon ein bisschen kurz. Muss man immer... Und Fury, ich liebe Fury und hasse es gleichzeitig. Also manchmal funktioniert es einfach derbe schlecht. Dann kriegst du natürlich den Hass drauf. Und wer hat mich jetzt schon wieder detected? Hier detected mich die ganze Zeit irgendwas. Ja, ich schleiche halt ein bisschen gerne rum. Ist so meine altbewährte Taktik, auch im Fallout. Ist ja von Bethesda, also gleiche Macher wie Fallout. Da kennt man mich auch nur als Schleicher und dann Sneak Attacks und so Spaß. Ist immer schon meine große Liebe gewesen, rumschleichen und... Ja gut, Fury bringt es natürlich nicht, wenn er nur allein ist. Du sollst aber gegen meinen Former kämpfen, du Schwachmart. Wo ist mein Former? Okay, der ist schon tot, okay. Was machst du da? Hey. So, stirb. Ja, ich weiß nicht, ob ich auch Destruction Magic machen soll. Der ist geil, der ist ein Mage, den nehmen wir uns auch gerade wieder. Habe ich noch einen Skillpunkt frei? Ah ja, ich habe noch Skillpunkte frei, dann machen wir doch gerade. Und zwar in Conjuration musste ich mal skillen. Und zwar Necromancy, dann bleiben die Leichen, die ich hole, doppelt so lange. Und was ich dann unbedingt will, ist Twin Souls. Das geht zwar erst auf Level 100, aber das macht richtig heftig. Dann kannst du zwei Leichen bei dir haben.
So, Farmer, steh auf und kämpfe. Den anderen hier wurde in Ashpie aufgelöst. Oakflash. Bin ich noch muffled? Ich muffle mich mal wieder. Muffel? Hab mich ja relativ schnell bemerkt, was ich komisch finde. Und Fury. Oh, Ork-Erz. Auch cool. Aber irgendwie bis jetzt habe ich noch nichts Interessantes gefunden. Also ich habe noch relativ Standard-Ausrüstung hier. Wäre natürlich cool, wenn ich mal ein bisschen bessere hätte. Das machen wir. Oh, Grotto! Jetzt gehen wir in die Grotte. Shimmeris Grotte. Wow, wir sind schon wieder recht lange dran, merke ich gerade. Ah ne, nur 10 Minuten. Ich habe mich gerade verlesen. Ich habe gelesen 16, aber 10 Minuten geht ja noch. Braucht man echt 20 Minuten für so eine Grotte? Wäre ja heftig. Vielleicht bin ich auch zu heftig am Rumschleichen. Jo. So, weiter geht's. Wo ist mein Fall mal mitgekommen? Nein, okay. Schade. Dann muss ich als erstes mal wieder Muffle und Oakflash. Ich weiß nicht, ob das durch Räume durchgeht. Ich bin mir eben nicht sicher, deswegen mache ich das lieber nochmal. Und Entourage in die linke Hand. Oh, jetzt muss ich nochmal schnell einen Skill nehmen, und zwar, dass ich die zweifach so weit weg beschwören kann, weil dann kann ich ihn hinter ihn stellen und schön mich da hinten verkriechen und dann... Und jetzt Fury! Ach, das wird... Was haut der ab, oder was? Too powerful für Fury, willst du mich verarschen? Machen wir halt nochmal einen Entourage. Kämpft. Mal ein Schwert und nochmal einen Entourage. Ich finde das lustig. Also wenn ihr es blöd findet, könnt ihr es mir gerne sagen, dann gehe ich auch rein. Aber ich finde es eigentlich noch lustig, wie hier die Form ein bisschen verrecken. Ohne dass ich irgendwie... ohne dass ich Harm nehme, also ohne dass ich Schaden nehme. Das finde ich ja wirklich gut. Das freut mich richtig. Jetzt bräuchte ich nur noch den Invisible-Zauber, dann wäre echt die Höhe. Ein Ruby, ein Fischli und Weak Poison. Nee, Weak Poison will ich mal nicht. Oh, eine Goat. Lake of Goat, das wollte ich eigentlich nicht mitnehmen. Wo ist denn der andere nette Farmer hier? Hm, komisch. Aber der Skill, den ich jetzt gerade gemacht habe, den hat es echt gebracht. Damit kann ich das Zeug viel weiter casten. Oh, was haben wir hier? Axe. Oh nein, bitte nicht. Orkish Warhammer nehmen wir auch mal mit. Und Lockpick. Ich kann eigentlich relativ viel tragen. Ist noch nice. Aber ich finde es so nicht so geil. Was wollte ich sagen? Oh nein, ich will nicht diese komischen Schiffs oder wie die heißen. Von. Oh nee. Oh nee. Vor allem, ich bin Level 14 und wir machen mal hier einen Entourage rein. Und schwupp, hat sich ja Gegner hier. Ja. Und hier da. Ah, diese Drecksdinger, die speien so komische Säure aus. Ich caste hier immer mal wieder mein Schwert. Ist mein Entourage noch da? Nee, ich glaube, den hat's schon erwischt. Seht ihr, die sind ziemlich heftig. Ich caste nochmal einen Entourage. Wenn der mal nach vorne kommen könnte, könnte ich den auch mal mit Fury reinhauen. Weil sonst sehen die mich wahrscheinlich. Und ich hab echt... Jetzt habe ich keinen Bock, gegen die zu kämpfen. Was machst du, Entourage? Wieso kämpfst du nicht? Komm, dann nimm 9. Nimm 9. Hab ja genug Mana. Sneak increased. Yay. Ohne, dass ich mich überhaupt bewege. Oh, da kommt einer. Warte mal jetzt. Ah, die heißen Karus. Das ist so eine richtig eklige Pest hier. Das hört sich auch wie eine Pest an, irgendwie. Lustigerweise. Oh, shit, sie haben mich beinahe bemerkt. Ah, scheiße. Okay, sie haben mich bemerkt. Also gut, in den Kampf. Waren es nicht mal 2? Oh, es sind sogar 3. Willst du mich verarschen? Ah, Fury funktioniert aber auf die. Was schon mal geil ist. Wo sind die denn jetzt hin? Hauen die ab? Willst du mich verarschen? Wieso packe ich mein Schwert weg? Nein! Ich will das nicht! Beweg dich! Ha!
Ah, dann weg mit dir. Ah, ich hab den Skill noch nicht. Es gibt einen Skill. Oh, jetzt kommen sie natürlich, die Fotzen. Ah! Lass mich in Frieden! Drecksviech! Gut, es ist fast down, also von dem her. Hör, was, wieso brennt's jetzt denn? Verstehe ich nicht. Wieso hauen die ab? Seid ihr schwul oder was? Stirb! No Soul Gem large enough, schade. Ja, die Charos, die sind richtig eklig. Das sind richtig eklige Dinger. Die sehen nicht nur eklig aus, sie sind auch eklig, um gegen die zu kämpfen. Überhaupt nicht gemocht von mir. Aber sie sind alle tot, das freut mich schon mal. Hä, wobei, ich bin ein bisschen konfus. Ja, die sind einfach nur eklig, um das nochmal zu erwähnen. Ja, ich hasse die Dinger. Die sind noch ekliger als Former und alles andere. Das sind sozusagen meine Hassgegner eigentlich. Alles andere ist so relativ predictable. Aber die Dinger, du weißt nie, ob sie dich jetzt voll mit Säure kotzen oder was auch immer. So, machen wir mal hier weiter. Lalala, lalala. Bisschen hier so komische Pilze aufsammeln. Pilze. Uah. Nimm mein Entourage, nicht mich. Seht ihr, wie viel Damage der mir macht? Ah, ich hab's Oak Flash wahrscheinlich nicht mehr drin. Die sind schon heftig. Die Farmadinen, die sind schon nicht so mit zu spaßen. Orchid Arrow nehmen wir mal mit. Former ihr auch und den Rest können wir liegen lassen. Okay. Die sind echt nicht mit zu spaßen mit. Es ist nicht so lustig. Ich mach mal hier wieder meine zwei lustigen Spells. Oh, jetzt kommen wir hier noch in eine Ruine rein. Wow, okay. Aber es ist nicht die, oder? Nein, sag nicht, das ist die. Ich kenne die, ne? Nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, hier kommt... Bisschen verarschen, oder? Das ist die... Oh scheiße, jetzt habe ich den Entrush falsch gecastet. Ja, dann halt so. So, der Former... Hier, wir müssen gegen den Chef hier kämpfen. Aber... Hört ihr das? Hört ihr das? Das ist ein scheiß Centaur, der hier auftaucht. Ich meine, ich bin Level 3, 14. Also null Chance gegen verfluchten Centaur. Und jetzt kommen die mir auch noch auf den Weg. Und die kämpfen vor allen Dingen zusammen, ey. Was soll der Scheiß hier? Oh, Mann. Und Fury geht wahrscheinlich nicht auf den. Ja, Farmer Gormlocker ist too powerful. Natürlich. Und jetzt kommen die mir echt entgegen. Fickt euch. Fickt euch. Hier noch ein Entourage für euch und ich lock sie immer mehr zu mir. Ist natürlich auch intelligent. Ich muss mal hier schnell speichern. Ich hab echt Schiss jetzt gegen die zu kämpfen. Weil, ich meine, so ein Former Boss wäre ja okay. Aber dann noch ein Centaur ist echt nicht lustig. Echt einfach nicht lustig. Nicht zu spaßen mit so einer Combo. Vor allem, die kämpfen noch zusammen, nicht gegeneinander. Das finde ich denn jetzt wieso? Ah, fuck off, ey. Verpiss dich, Gommlocke. Ah, ich kann ihn von hinten erwischen. Gib mir mein Schwert! Nein, zu spät. Okay. Hier noch. Oh, macht er mir. Nein, ich Flame Entourage. Ich wollte den. Also, Gommlocker ist erwischt. Schon mal nice. Okay. Mal schauen, ob wir den Falmer Helmet. Wow. Heavy Armor. Okay. Sieht noch geil. Nee, sieht noch crazy aus. Nehme ich aber nicht mit. Ah, okay, jetzt hat der Centaur mich natürlich auch gesehen. Aber er kommt hier nicht durch, das ist auch noch geil. Ich glaube, er kommt nicht an mich ran. Wie schnell hat er denn meinen Entourage fertig gemacht? Mein Entourage hat sogar Schiss vor dem. Weil jetzt kann er nicht viel machen. Ich habe leider keine Feuerbälle, das ist ein bisschen schade. Sonst hätte ich mithelfen können. Aber ich traue mich nicht an ihn heran. Oder soll ich es wagen? Komm, ich wage es mal.
während mein... Ich kann ihn vielleicht ablenken und hinter ihm... Was willst du, Mann? Ah, super. Jetzt dreht er sich natürlich wieder um. Kann ich mich nicht wieder verstecken vor dem... Ja, mach hier deinen komischen Blast. Jetzt verpisst er dich wieder. Ich will mich vor dem verstecken, das wäre eigentlich das Schönste. Hier, Entrudge. Scheiße, ey, guckt euch mal an, wie viel Damage der mir macht. Was soll der Scheiß mit so einem Blast? Jetzt renne ich mal an dem vorbei. Oh, scheiße, mein Entrudge ist schon wieder im Arsch. Ich will mich doch nur vor dem verstecken. Aber der Centaur ist schon ziemlich im Arsch. Kann ich mich nicht vor dem verstecken? Der sieht mich doch nicht mehr. Sieht mich doch gar nicht. Ist doch alles ein Witz. Hä? Wieso ist mein Schwert verschwunden? Genau jetzt, wo ich mal angreifen will. Cast hier den Scheiß, bitte. Level up. Okay, das ist schon mal gut. Nein! Ja, genau. Kämpft ihr gegeneinander. Yes, wir haben ihn! Ey, was für ein Sieg. Ich habe zwar nichts gemacht, aber Dynamo Core nehmen wir mit. Öl nehmen wir auch mit. Liebe braucht man nicht. Gemsoul Grand, wow. Stwema Plate Metal nehmen wir auch mal mit, aber das kann man schön einschmelzen. Und jetzt kann ich, weil die letzten paar Mal, als ich hier war, hat mich der immer gefitzt. Aber hier müsste es doch noch eine Truhe haben, ehrlich. Kommt schon, Leute. Und Cox braucht auch noch irgendjemand, das weiß ich irgendwie. Dwemer Cox braucht auch noch jemand. Dein... Alter, du hast so eine Kiste. Are you kidding me? Willst du mich jetzt verarschen? Keine Kiste! Keine verfluchte Kiste! Alter, wirklich nicht, oder was? Oder bin ich blind? Ja, ich bin auch unter anderem blind. Vielleicht sollte ich doch Mage Light mal benutzen. Na, vielleicht hier hin, weiter hinten, wo ich hier aus der Höhle... Ich habe, glaube ich, den Ausgang hier habe ich, glaube ich, noch nie benutzt. Aber vielleicht kommen wir so bei, näher raus. Alter, jetzt verarsch mich nicht. Hier muss doch eine verfluchte Höhle sein. Hier muss doch eine verfluchte... Ah, ich bin blind. Wisst ihr das, ne? Oh, Meridias Beacon. Ring of Sure Grip. Nein, Staff of Courage interessiert mich auch nicht besonders. Hear me and obey. Darkness has seen. A darkness will destroy. Okay. Also Merida. Okay. So, danke. Wir haben eine neue Mission dadurch bekommen. Und wir brechen mal ab hier, brechen zusammen. Wenn wir haben ja schon die Mission gemacht, dann machen wir auch gerade die Folge zu Ende. Also, wir sehen uns dann draußen wieder. Und ja, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.